Willkommen bei Egypt Old Kingdom Preview Livestream. Der deutschsprachigen Version exklusiv habe ich gerade erst bekommen, das Bild von den Entwicklern aus Russland. Vielen lieben Dank an Clarus Victoria dafür, dass sie uns hier für diesen Stream hier eine extra Version zusammengeklöppelt haben, was ihr hier seht. Das ist tatsächlich die aktuelle Arbeitsversion der Entwickler. Das ist die heute Nachmittag extra für uns separiert haben, exportiert, zusammengeklöppelt und mir dann zur Verfügung gegeben haben für den Stream. Das heißt, was ihr seht, ist tatsächlich authentisch in diesem Augenblick am 21. Mai, 19 Uhr abends, mitteleuropäischer Sommerzeit, der aktuelle Zustand von Egypt Old Kingdom. Bereits auf Deutsch. Das Spiel wird erscheinen am 24. Mai, ist ein Rundenstrategiespiel, wie ihr gleich sehen werdet, mit relativ preiswert. Ich weiß gar nicht, ob der Preis auf Steam schon feststeht. Ich habe, glaube ich, noch nichts gesehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es viel kostet, weil es ist halt der Nachfolger von Pre-Dynastic Egypt. Das lief bei mir, Writing Bull. Ich bin auf solche Preview-Aktionen zu aktuellen PC-Strategiespielen spezialisiert. Es lief bei mir auf dem Kanal als Let's Play, dieser Vorgänger vor 2 Jahren vielleicht. Mit großem Erfolg, hätte ich selber gar nicht gedacht, wie viele Sympathien das Spiel bei euch hervorgerufen hat. Fand ich total klasse. Fand die Entwickler übrigens so schön, dass sie dann auch gesagt haben, wir machen es diesmal anders. Beim letzten Mal haben die deutsche Übersetzung erst nachträglich ausgeliefert, als klar war, dass das Spiel sich so halbwegs verkauft. Diesmal haben die gesagt, nö, das lief bei diesem Writing Bull und seiner Community so gut, das Spiel, den liefern wir von Beginn an der deutsche Übersetzung. So war es tatsächlich. Ganz früh habe ich mich mit denen schon hin und her geschrieben und das haben die uns versprochen. Und das ist jetzt hier das Resultat davon, dass euch der Vorgänger so gut gefiel. Liebe Grüße an all die Leute auf Twitch und auf YouTube, die uns hier zuschauen. Ich mache hier eine kleine technische Premiere, erstmals einen Parallelstream auf beiden Plattformen. Wer sich dafür interessiert, damit ihr nicht tausend verfragen müsst, dafür gibt es im Internet die Plattform restream.io oder io. Da kann man das einrichten und da wird einem das möglich gemacht. Okay. Den Chat seht ihr eingeblendet, das ist der gemeinsame Chat von Twitch und auf YouTube. Das heißt, ihr werdet dann zusammengewürfelt und landet hier in einem gemeinsamen Chatfenster. Mit mir dabei Chipmunk. Auch für dich nochmal ganz offiziell herzliches Willkommen und schön, dass du mich unterstützen wirst in den nächsten Stunden. Hey ho! Ich versuche deinen Chat ganz aufmerksam zu lesen und die ernst gemeinten Fragen rauszufiltern. Und auf die kopflosen Kommentaren von Brody nicht einzugehen. Das ist ja ehrenwert von dir. Ich verlasse mich einfach drauf, weil ich mich ein bisschen auf Spielen konzentrieren werde, dass du mir alle interessanten Kommentare rüberschaufelst. Und ich werde auch gerne versuchen, Fragen zu beantworten, sofern mir das möglich ist. Auf geht's, wir wollen loslegen. Das Rundenstrategiespiel Egypt Old Kingdom führt uns tatsächlich in die Phase der ägyptischen Geschichte, als es eigentlich noch Vorgeschichte war. Wir erleben gemeinsam die Zivilisationswerdung im alten Ägypten. Das Ganze ist historisch ausgesprochen akkurat. Das Indie-Entwicklerteam aus Russland hat eng zusammengearbeitet mit Wissenschaftlern, zum Beispiel der Akademie der Wissenschaften in Moskau, aber auch mit ausländischen Wissenschaftlern aus China beispielsweise auch. In den Credits findet man die alle aufgelistet. Es geht zum einen natürlich um Spielspaß, deshalb ist nicht alles ganz genau 1:1 umgesetzt, die Geschichte in ein Spiel, aber es, im Gegensatz zu vielen anderen Spielen orientiert man sich wirklich auch dicht an der Geschichte, was umgekehrt allerdings auch bedeutet, dass viele Sachen geskriptet sind. Das heißt, es ist ein Spiel, das man nicht endlos oft durchspielen wird. Es gibt keine Zufallskarten beispielsweise, es gibt bestimmte Zufallselemente, das sind Events, deren Häufigkeit kann man sich einstellen. Man kann sich einstellen, ob man die öfters oder weniger oft haben will, aber im Großen und Ganzen erlebt man das Spiel mit einer Story. Deshalb gibt es allerdings auch verschiedene Schwierigkeitsgrade, die erheblichen Einfluss haben auf das Spiel. Und das ist dann die Einladung an die Interessenten, das einmal auf Leichte durchzuspielen, wenn auch auf Leicht gleich starten und dann auf verschiedenen Möglichkeiten sich den Schwierigkeitsgrad zusammenzubasteln. Wir werden die Partie sicher nicht heute Abend komplett durchkriegen, aber ich wünsche euch und mir viel Vergnügen damit und wir legen jetzt auch los. Multiplayer-Modus gibt es natürlich nicht. Und auf geht es. Neues Spiel. Hier geht es um den Schwierigkeitsgrad. Ihr seht hier 4 Spalten und ihr seht 3 Zeilen. Die 4 Spalten, das sind die Möglichkeiten oder die Räder, wo man sich den Schwierigkeitsgrad einstellen könnte. Links geht es los mit Grund für unsere Ankunft. Da kann man also sich zum Beispiel einstellen, ob man mit vielen Ressourcen starten will, ob man mit weniger Ressourcen starten will. Im gelben Text steht das drin. Dann wird der Highscore etwas aufgewertet, den man erreicht, dann, wenn man die Partie erfolgreich auch tatsächlich durchspielt.
Und dann gibt es hier noch für die ganz schwierigen Momente Endergebnis plus 2. Ich spiele es tatsächlich auf leicht jetzt. Bevor ihr jetzt anfangt zu lachen, das mache ich tatsächlich wegen euch, weil stellt euch mal vor, wir haben 1,5 Stunden gespielt, dann haben wir die Partie in den Sand gesetzt und dann beginnt der Abend ein zweites Mal, indem wir uns nochmal durchspielen. Das ist wenig amüsant, deshalb machen wir es hier auf leicht. Großzügigkeit der Götter, Himmel auf Erden, empfohlen für einen Steiger wie euch und auch für mich. Das fruchtbare Land ist voller Leben und Entdeckungen, böse Geister sind seltene Gäste hier. Viele nützliche Funde auf der Stadtkarte, auf der Weltkarte und es passiert, gibt eher positive Events und weniger negative. Hier wird das ausgeglichen, damit habe ich eben eine kleine Testpartie gemacht, das kann heftig sein. Also wenn man Pech hat und ganz früh ein negatives Event hat, dann kann einem der Spaß ganz schön verleidet sein. Ja, und dann hier noch mehr negative Ereignisse. Das möchte ich unbedingt. Freiheit des Willens, speichern und laden jederzeit möglich. Oder man hat nur Autosaves. Da könnten wir am ehesten noch was ändern. Dass wir sagen, wir testen es mit Autosaves. Andererseits, ich hätte auch nichts dagegen, vor einem schwierigen Spielereignis zu sagen, wir wissen noch nicht genau, wie es laufen wird. Wir speichern einmal ab. Wenn wir uns auf die Schnauze legen, dann haben wir die Möglichkeit, uns nochmal ein Save zu holen. Lasse ich auch mal von da oben. Und ganz heftig, Laden entfernt den Autosave, was immer das bedeutet. Ach, dann springt man einen Autosave zuvor. Wenn man einen Autosave ladet, wird man in der Geschichte weiter in die Vergangenheit katapultiert, wenn man ein zweites Mal laden möchte. Das stelle ich mir aber heftig vor. Schutzgott von Memphis, das sind die verschiedenen Götter, die man anrufen kann und die einen begleiten und die einen bestimmte Boni geben. Bei Ptah beispielsweise sind das andere Boni als die, die man bei Horus bekommt. Und die man bei Set bekommt. Ich bin von Natur aus kein hinterhältiger Mensch. Und zumindest gibt es niemanden, der das überlebt hätte, eine solche Hinterhältigkeit jetzt bezeugen könnte. Deshalb spielen wir mit Ptah. Wird uns auch empfohlen. Auf geht's! Aber unser Herrscher soll natürlich nicht auf den Namen WB hören. Writing Bull, ich glaube, haben die in Ägypten schon Englisch gesprochen, Chip? Ich glaube nicht, oder? Ich bezweifle das sehr stark. Aber ich weiß jetzt nicht, was Bulle auf Altägyptisch heißt. Schreiben da Bu. Da haben sie ja eher mit den Zeichen. Da müsstest du jetzt einen Bullen an Schreibtisch haben. Mit Papyrus und Feder. Das stimmt. Ja, wir brauchen einen kurzen Namen. Bu ist natürlich sehr kurz, aber vielleicht nicht ganz so gut nachvollziehbar. Was könnte man statt schreibender Bulle sagen? Irgendwas Kürzeres? Ich weiß was. Der goldene Bulle. Oh, wie schön. Das gehen wir aber ganz weit in die Geschichte zurück. Denn gibt es nicht die goldene Bulle auch? Stimmt, ja. Wir nehmen mal den deutenden Bull. Was immer das bedeuten mag. Deutender Bulle. Auf geht's. Erste Partie startet. Wir starten im Jahre 3500 vor Krr. Was Krr bedeutet? Keine Ahnung. Dafür müsste ich in die Zukunft gucken können. 3500 Jahre in die Zukunft, um irgendwas zu wissen über Handwerkersöhne oder andere Götzengestalten. Ich bewege mich hier mit euch gemeinsam in der ägyptischen Geschichte und ich weiß, ich bete Ptah an. Und vielleicht nur dessen Inkarnation auf Erden, also mich selber, aber sonst kein anderes Geschöpf. Unsere Aufgabe, neue Siedlungen bauen. Wir haben eine organisierte Wanderung aus Oberägypten in die neuen Ländereien begonnen. Wir fanden diesen perfekten Ort für eine neue Siedlung. Damit wir das Recht verdienen, diese Ländereien zu beherrschen, befehlen die Götter unserem Stamm zu wachsen. Ich wachse gleich ein klein bisschen mit. Den Stamm auf 5 Leute vergrößern, dann bekommen wir als Belohnung einmalig je 10 Nahrung und 10 Produktion. Das Ziel des Spieles ist dieses hier. Wir müssen eine mächtige Nation aufbauen mit 100 Bürgern und müssen das in 340 Runden schaffen. Das wird in der finalen Version anders sein. Das weiß ich jetzt schon, das ist ja eine Vorabversion. Die finale Version wird vermutlich auf 300 oder 310 Runden beschränkt sein, wie mir die Entwickler heute geschrieben haben. Das heißt, das Spiel wird im Endgame noch etwas zusammengefasst, etwas gerafft. Wir beginnen in Memphis, in der künftigen Region Memphis und wir repräsentieren einen Stamm aus Oberbayern, habe ich gerade Oberbayern gesagt, aus Oberägypten, der Unterägypten kolonisiert, dieser Stamm. Möge uns das Glück beschieden sein. Ich habe das Tutorial aktiviert gelassen, weil zu Beginn weiß ich zwar, wie alles funktioniert, aber später halt noch nicht. Ich habe ein bisschen angespielt. Links oben seht ihr 6 Ressourcen im Spiel. Das ist die Nahrung.
Das ist die Produktion, das sind Luxuswaren, das ist die Armeegröße, Kultur und göttliche Gunst. Die werden uns allmählich erklärt und werden stückchenweise in die Geschichte und in das Gameplay auch eingeführt. Es ist ganz hübsch gemacht. Das kommt euch ähnlich vor wie bei Pre-Dynastic Egypt, falls ihr den Vorgänger auch gespielt habt. Es gibt aber schon Unterschiede zum Beispiel. Und nicht nur diese 3D-Grafik beispielsweise, auch eine ganz andere Möglichkeit, noch Gebäude zu platzieren, Regionen auszubauen, ist natürlich eine andere Geschichte, es ist eine andere Story und viele Kleinigkeiten sind verändert worden. Hier haben wir unsere Bürger. Wir können maximal 5 Bürger generieren. Dann brauchen wir mehr Wohnraum. Einen Arbeiter oder einen Bürger haben wir. Liebe Grüße an Marco im Chat. Ich weiß, du jubelst jedes Mal, wenn du den Begriff Bauarbeiter liest. Hier ist Bauarbeiter sogar synonym mit Bürger. Könntest du glücklicher sein als in diesem Augenblick? Ich denke nicht. Liebe Grüße nach Berlin. Einen Arbeiter zusätzlich erschaffen könnten wir machen. Nur, schaut mal in den Tooltip. Aktion ist derzeit nicht möglich. Das geht wohl ab der nächsten Runde erst. Der Spielsound ist ein bisschen zu laut. Ist zu laut. Im Chat. Ja. Wenn ich mir das so anhöre, eher ja. Dann reduziere ich mal die gesamte Lautstärke auf 50, mache die Musik ein bisschen lauter und hoffe, dass das so okay geht. Ja, wenn nicht, dann bitte nachher etwas sagen. Also, einen Bürger haben wir im Augenblick, 5 können wir maximal im Augenblick generieren. Mehr ginge, wenn wir über mehr Häuser verfügen würden. Hier sind die, das ist unsere Startgegend. Und die Symbole zeigen deren besondere Eigenschaften. Würden wir einen Bürger hier normal arbeiten lassen, ich ziehe den mal rüber, das kann man jederzeit wieder entfernen. Dann geht er hier automatisch auf die Jagd, erwirtschaftet 1,2 Nahrungsressourcen und 0,2 Produktion. Immer wenn wir eine Aktion machen oder wenn uns eine neue empfohlen wird, klickt ein Tutorial-Hinweis hin und wird erklärt, dass zum Beispiel, wie wichtig Nahrung beispielsweise ist. Hier aber noch ein paar Besonderheiten. Das ist eine Anhöhe. Sieht man hier in der 3D-Ansicht. Wir sind ein bisschen weiter oben. Und das hat die konkrete Folge hier. Wenn man hier einmal draufklicke, dass man hier bestimmte Gebäude auch bauen kann. Die man im Augenblick schon bauen könnten, technologisch, die sind grün unterlegt. Wir könnten Werkstätten bauen, dadurch mehr Produktion, 0,8 mehr und 0,3 mehr Luxuswaren, Runde für Runde. Kasernen könnten wir bauen, dann würden wir mehr Militär erhalten. Und das Bevölkerungslimit würde plus 1 wachsen, also statt 5 könnten wir 6 Bürger beherbergen. Du schnaufst mir etwas zu laut, Chip. Entweder nicht mehr atmen oder alternativ ist gesundheitsfördernder irgendwie das Mikro vielleicht gelegentlich ausmachen. Jetzt hat er mit Atmen aufgehört und mit Reden. Ich habe dich beleidigt, ne? Nee, ich wollte nur noch kurz sagen, die Umgebungsgeräusche sind immer noch ein Ticken zu laut. Ob ich die leiser machen kann, weiß ich nicht. Ich probiere es mal aus. Ihr könnt mal mit mir zusammen reinschauen. Es gibt nur Sound insgesamt. Der Sound, das ist wahrscheinlich die Umgebungsgeräusche. Ich mache die mal runter, auf 30. Jetzt schauen wir uns das mal zusammen an. Musik findet ihr immer noch zu laut, lese ich gerade im Chat. Ja, ich weiß. Liebe Grüße an Marco nochmal. Okay, also ich mache es erstmal so und wir schauen dann weiter. Das sind die Gebäude, die man bauen kann. Wenn man ein Haus baut, dann erhöht sich das Bevölkerungslimit gleich um 4. Wenn man eines dieser Gebäude baut, dann ist erstmal kein Platz für weitere Gebäude. Das heißt, dieser Schritt sollte gut überlegt sein. Darunter, später können wir hier noch ein Palast bauen. Und hier können wir noch andere Friedhöfe hinbauen. Dafür bräuchten wir andere Technologien. Das ist hier möglich auf diesem Startgelände. Nicht alle Gelände sind so gut wie dieses hier. Wir platzieren auf jeden Fall einen Bürger erstmal hier. Wir können im Augenblick auch noch keine Geländeerkundung machen. Linke Seite seht ihr die Statusboni oder Mali, die wir im Augenblick haben. Erste Oberhäupter. Unser Stamm wird von einer Sippe oberägyptischen Ursprungs geführt. Die Angehörigen unserer Sippe führen ihre Abstimmung auf Horus, den Sonnengott, zurück. Gepreiset sei Horus! Und jeder Anführer wird als seine Personifizierung angesehen. Gepreisen sei Horus! Auch ich selber. Horus' Anführer haben übernatürliche Kräfte und lassen unserem Stamm kein Unheil widerfahren. Also, falls ihr bislang mich öfters mal gedisst habt in Kommentaren oder nicht immer ehrfürchtig genug wart, hier seht ihr, schwarz auf weiß, weiß auf schwarz, wie falsch ihr da gelegen habt, wenn ich das mal in aller Bescheidenheit anmerken darf. Das ist der Effekt, bringt uns in dieser Spielphase plus 10% mehr Nahrung jede Runde.
das leider an Boden in Malus. Dürreperiode haben wir zugleich. -10 Nahrung jede Runde. Das nivelliert sich also auf. Das Klima wird kalt und trocken. Die große Wüste wächst. Zed, der böse Gott des Sandes, erobert langsam aber sicher neues Land. Das Großwild zieht in den Süden, während die westlichen Savannen überwiegend trocken werden. Die Menschen der Savannen wandern zum Nil hin. Das sind wir nicht. Wir siedeln noch nicht am Nil. Deshalb haben wir damit Probleme. Und das ist unsere Aufgabe. Die kennt ihr schon. Alles klar? Dann mal eine Runde weiter. Sound passt jetzt, lese ich im Chat. Das freut mich sehr. Und jetzt können wir auch Tutorial. Wir bewegen auf die üblichen Arten und Weisen. Oh, wie schön. Ich kann die Karte sogar drehen. Das wusste ich noch gar nicht. Oh, wie cool. Schaut mal. Können in 3D die Karte drehen. Sehr hübsch. Wie drehe ich wieder zurück? Gibt es eine Karte, mit der ich wieder in den Originalzustand reinswitchen kann? Das weiß ich gar nicht. Hier können wir jetzt das unbekannte Territorium entdecken. Hier, ich packe mir einfach den Bürger, ziehe den herüber und lasse den machen. Dann wirtschaften wir jetzt am Augenblick negative Erträge, aber wer weiß, was wir hier Interessantes finden werden. Noch eine Runde dauert es. Wir können jetzt aber einen neuen Bürger uns holen. Nicht genügend Nahrung, um neue Arbeiter zu erschaffen. Das irritiert mich sehr, weil das hier gelb unterlegt ist. Normalerweise heißt gelb überlegt, dass eine Aktion möglich ist. Das hat auch geklappt. Das ist noch ein Bug in dieser Vorschauversion. Also, es war möglich, ich habe es gemacht. Der nächste Bürger würde jetzt allerdings kosten 10,5 Nahrung. Wir haben nur 4,6 oben links, seht ihr es. Da sind wir weit von entfernt. Wir warten auch einen Malus, das ist nicht so schön. Wir brauchen mehr Luxusgüter. Da hätten wir noch genug von. Und jeder Bürger verbraucht auch sowohl Nahrung als auch Luxusgüter Runde für Runde. Das können wir jetzt wirklich noch nicht machen. Aber wir können den Arbeiter einsetzen. Das mache ich hier. Und oh, jetzt wollte ich gerade die Kamera, den Monitor hochschieben, damit ich besser sehen kann und stelle fest, das ist, glaube ich, eine Schnapsidee. Weil da auch meine Kamera drauf ist, dann verschiebe ich ja alles. Ja, jetzt muss ich irgendwie hier durch und immer so ein bisschen über mein Mikrofon hinweg gucken. Ja, so viel zum Thema Horus ist perfekt. Klappt noch nicht ganz. Wir haben ein weiteres Gebiet entdeckt, okay. Mit 1,2 Nahrung wollen wir einen Bürger dort arbeiten lassen, aber keine Produktion. Das heißt, das Feld ist interessanter. Hier gibt es guten Ton. Ich hoffe, mein Ton ist gut, aber nee, ist ein anderer Ton gemeint. Der örtliche Ton ist von besonders guter Qualität. Und eine Flussaue ist hier. Fruchtbares Land, vom Nil für 3 bis 4 Monate im Jahr geflutet. Das heißt, hier können wir Getreidefelder, Flachsfelder und so weiter zuweisen. Hier ist der Nil anscheinend. So, so. Was war mit dem nächsten Bürger? Wir haben jetzt einen zweiten. Gehen wir auf noch mehr Erkundung oder gehen wir auf darauf, dass wir erstmal einen weiteren Bürger uns holen wollen? Ich denke letzteres. Jemand empfiehlt mir Position 1, dass er in vielen Spielen, könnte man damit seine Karte in den Originalzustand zurückbringen, hier leider nicht, aber danke für den Tipp. Ich setze mal tatsächlich erstmal darauf, dass wir einen zweiten Bürger uns schneller holen, denn plus 1,2 Nahrung ist ordentlich. Plus 1,4, wir brauchen 10,5 Nahrung für einen Bürger, das kriegen wir hin. Luxusressourcen verlieren wir zwar, aber nicht in dem Tempo, als dass wir nicht demnächst einen neuen Bürger hätten. Das sollte funktionieren. So funktioniert die Erkundung. Kundschafter bringen wichtige Informationen über nahegelegene Ländereien. Viele interessante, aber manchmal auch gefährliche Dinge können dort gefunden werden. Nach einer Erkundung kannst du die Eigenschaften der neu aufgedeckten Gebiete genau studieren. Ohne Erkundungen ist keine Expansion möglich. Das machen wir gerade. Wir können Felder anlegen, empfiehlt uns das Programm. Das wollen wir gleich mal schauen. Das sollte hier möglich sein. In der Tat. Dauert allerdings dort 2 Runden lang. Getreidefelder oder Flachsfelder? Flachsfelder bringen mehr Produktion. Getreidefelder bringen mehr Nahrung. Ich finde im Augenblick eigentlich Nahrung wichtiger. Unten seht ihr bestimmte Maßnahmen, bestimmte Aktionen, die wir durchführen können, weil wir uns für Ptah als Anbetungsgott entschieden haben. Wir können Nahrung umwandeln in Produktion oder wir können Produktion umwandeln in Luxusgüter.
Ich würde tatsächlich, also entweder warten wir jetzt noch ein bisschen ab, bis wir den nächsten Bürger haben, oder wir produzieren mehr Getreide, über Getreidefelder bauen. Ich setze mal auf Getreidefelder. Das wirft uns jetzt ein bisschen zurück. Aber wir machen es trotzdem. Lohnt sich ja langfristig. So. Wir können nichts machen in dieser Runde. Nein, gleich eine Runde weiter. Das sind sie, die ersten Getreidefelder, die wir gebaut haben. Oh, ein Event und dann noch ein Negatives. Es gibt unverschämte Hyänen, durch böse Geister verzauberte, hungrige Hyänen sind in unserer Siedlung erschienen. Sie stehlen unsere Nahrung und verängstigen die Menschen mit ihrem dämonischen Lachen. Chip, möchtest du mal eine Hyäne geben? Mit einem dämonischen Lachen, das... Ein dämonisches Lachen, wie geht das? Kannst du... Also das nicht, das... Oh, ich hätte nicht gedacht, dass du so glaubwürdig sowas machen kannst. Gänsehaut ab, aber nicht vor Rührung. Das war ein bisschen also, gruselig. Würde ich, aber wenn ich könnte, würde ich jetzt am liebsten die Hyänen aus König der Löwen bringen. Also die... Immer wenn ich von Hyänen höre, habe ich immer noch das Bild von König der Löwen im Kopf. Hm. Auf jeden Fall war das ein sehr, sehr glaubwürdiges, dämonisches Lachen. Ich freue mich sehr, dich auch in Zukunft jederzeit für Special Effects einblenden zu können. Darf ich das? Natürlich. Das ist nicht von dir. Die Hyänen sind scheinbar zu feige, um Menschen direkt anzugreifen. Wir müssen handeln. Böse Hyänen haben sich hier niedergelassen. Das ist hier. Das ist echt ein Event. Gelegentlich tauchen Tiere auf. Sie leben überall um die Ägypter herum. Sie sind Teil ihres Lebens. Wir können Tiere jagen. Wir können sie anbeten und mit Gaben erfreuen. Nachdem wir die Tiere gut gefüttert haben, werden wir sie zähmen und sogar dazu bringen können, bei Menschen zu leben. Wir denken daran, dass gute Beziehungen, man kann auch zu Tieren gute Beziehungen haben, Boni verstärken und Strafen mildern. Das heißt, wir können hier, schaut mal, die Beziehungen zu ihnen sind bei 0%. Es geht von 0 bis 100 und 0% heißt, sie sind negativ. Folge heißt hier, dass wir 50% der Nahrung verlieren, die wir Runde für Runde hier erwirtschaften. Und in 10 Runden ist dieses Zufallsevent weg. Was könnten wir hier machen? Ich klicke mal drauf. Wir könnten sie jagen. Das ist etwas, was ich vom Tooltip her noch nicht so gut kapiere. Das hatte ich bei meiner Testpartie eben auch schon gesehen. Erfolgschance 30% jede Runde und Chance zu töten 5%. Also ich verstehe das so, dass man mit einer Wahrscheinlichkeit von 30% überhaupt eine Jagd erfolgreich hat. Also überhaupt die trifft auf einer Jagd. Und dass man dann nochmal, wenn man die Jagd durchgeführt hat, nur 5% Chance hat, die zu töten. Das heißt, insgesamt wäre es eine katastrophal schlechte Chance, also so vielleicht 1,6% oder so, dass das klappt. Bei Erfolg 8 Produktionen und die Hyänen verschwinden, die hier übrigens eine ganz spezielle Unterspezies sind. Es handelt sich hier um Nyänen, wie hier steht. Das markiere ich mir mal für meine Liste, wo man die deutsche Übersetzung noch korrigieren könnte. Nur ein Tippfehler. Also das lassen wir sein. Wir könnten sie verehren, das war... Verbessert unsere diplomatischen Beziehungen zu ihnen. Ich weiß, also die haben uns dann lieber. Die sind dann eher bereit, mit uns zu kuscheln halt. Ne? Das sollte dazu führen, genau, wir können sie ehren, die heiligen Tiere in Opfergaben beibringen. Dann bekommen wir... Ja, man muss sich mal vorstellen, so eine Hyäne vor der Haustür, das macht einem mehr Angst als ein Hund. Ja, definitiv. Das stimmt. Hunde würde ich auch nur selten als heilige Tiere bezeichnen, vor allem nicht dann, wenn sie mir vor die Haustür kacken. Wir ehren diese heiligen Tiere, bringen ihnen Opfergaben, dann vermögen wir die Tiere zu zähmen, um mit ihnen zu leben. Wenn wir das machen, dann wird das hier gestoppt. Wir erzeugen hier also nichts. Das ist eh nur die Hälfte im Augenblick. Wir produzieren 0,5 göttliche Gunst, das ist diese Ressource hier oben. Und unsere Beziehungen zu ihnen verbessern sich 3% lang. Aber ich glaube, auch das ist nur 10 Runden lang möglich. Das heißt, wir können 10 Runden lang 0,5 göttliche Gunst gewinnen, statt irgendwas anderes hier. Da können wir sie zähmen. Das geht aber nur, wenn wir auf eine Beziehung von 100% kommen. Das schaffen wir eh nicht, weil die sind ja in 10 Runden wieder weg. Hier ist es ja gezeigt. Also das können wir eh knicken. Und wir können sie füttern. Dann bleiben sie in der Nähe unserer Siedlung. Das heißt, die werden nicht zu anderen... So verstehe ich das, nicht zu anderen unserer Ländereien rüber wechseln und da eventuell für negative Events sorgen. Aber da bräuchten wir verdammt viel Nahrung. Einmalig 10, die haben wir nicht. Und
da wäre ich auch zu geizig für. Ja, aber kann man eventuell, wenn man sie füttert, sie auch so domestizieren? Das ist eine gute Frage. Man kann sie, wenn man sie zähmt, sind sie domestiziert, dann produzieren die plus 1 göttliche Gunst jede Runde. Oder? Danach. Mhm. So verstehe ich das. Mhm. Könnten wir machen. Es könnte auch, ja, und stell dir mal vor, auf so einem Geländefeld wäre das als Zusatzbonus die ganze Zeit. Aber wir kommen nicht auf die 100% benötigten Beziehungen, nicht in 10 Runden. Weil jede Runde, wenn wir die verehren, wachsen die Beziehungen nur um 3%. 3 mal 10, 30%. Das wird nicht klappen. Schade, schade. Mhm. Das heißt, entweder, naja, ich nutze dann den einzigen Arbeiter, den wir haben, um stattdessen mal mehr Gelände zu entdecken, weil die 0,7, die lohnen sich hier nicht. Ich gehe mal hier oben hin. Ich soll Tiere angreifen. Hier unten steht's, greife die Tiere an. Das soll ich machen? Das möchte ich eigentlich gar nicht machen. Es geht nicht, aber das ist das so toll. Ich kann nicht weiter. Ich muss die Tiere angreifen. Das ist ja bitter. Dann greifen wir sie an. Und jetzt eine Runde weiter. Na, alle Hyänen wurden getötet. Das ist ein Tutorial-Bonus. Wird einem nahegelegt, die Hyänen zu töten. Und dann wird einem anscheinend das Glück geschenkt. Und das Event geht glücklich aus. 8 Produktionen als Solo-Ertrag hier. Und es gibt einen weiteren Tutorial-Text. Kultur, eine der 6 Ressourcen, repräsentiert vielfältiges Wissen über die Welt, eine Gabe des Gottes Tod. Wenn wir genügend Kultur haben, können wir einen Durchbruch erlangen und durch das entsprechende Menü eine Technologie entdecken. Die sind hier unten zu sehen. Die zeige ich euch auch mal. Wir haben jetzt genug von den Kulturpunkten, plus 5,7 erwirtschaften wir Runde für Runde, um uns eine Technologie zu holen. Die gibt es jeweils in 3 Zeilen und man kann ganz weit nach rechts scrollen. Jede neue Technologie, je weiter man nach rechts geht, kostet immer mehr Kulturpunkte. Das geht verdammt weit und erfordert bestimmte Voraussetzungen. Jetzt gehe ich wieder nach links. Also da ist man ein gutes Weilchen mit beschäftigt. Mit den 3 starten wir bereits. Das heißt mit dem entdeckten Stamm, mit dem Bonus durch die dauerhaften Siedlungen. Wir sind sesshafte Ackerbauern, fähige Handwerker und mit der Landwirtschaft, die wir entdeckt haben. Wir können Getreidefelder errichten, Flachsfelder weiden. Das ist alles schon gegeben. Jetzt ist die Frage, wie gehen wir weiter? Wollen wir in Kultur investieren? Vorteil, also wenn wir Kosmetik entdecken. Hätte ich heutzutage aus heutigem Blickwinkel nicht gedacht, dass die erste kulturelle Errungenschaft, die man so freischaltet bei der Zivilisationswertung, dass das Kosmetik ist. Aber naja, bist du stark geschminkt im Augenblick, Chip? Ja, natürlich. Ich habe mich ganz gerecht da... Stellt mich wie Clio vor in Civ 6. So sehr cool. Jetzt aus. Das heißt, du hast dick Kajal umkränzte Augen. Ja. Das ist schön. Hatte ich mir vorher auch überlegt, aber ich habe mein Kajal verlegt, deshalb konnte ich das nicht mehr. Da könnten wir in das Handwerk investieren, dann gäbe es mehr Produktion jede Runde und mehr Luxusgüter. Luxusgüter deshalb wichtig, weil wir die ja auch brauchen fürs Bevölkerungswachstum. Also dann noch die 3. Alternative, Domestizierung der Katzen plus 1 Nahrung jede Runde. Ich glaube, ich mache das. Weil wir dann eher neue Bürger freischalten können. Ich entdecke das hier. Und ein kleiner Text dazu. Die Ausbreitung der Wüste und der stete Rückzug der Savanne zwang Wildtiere dazu, sich näher am Menschen und in seinen Behausungen aufzuhalten. Wildkatzen wurden immer wichtiger, da sie Ungeziefer jagten und so Nahrungsmittelvorräte schützten, wenn sie unter Menschen lebten. Wachstum ab jetzt plus 1 extra Nahrung jede Runde. Das finde ich schon mal sehr gut. Zwischendurch werfe ich uns immer einen Blick in den Chat und Chip macht das sowieso die ganze Zeit. Wenn ihr Fragen habt, Bemerkungen, Tipps, postet bitte. Also jetzt sind wir schon bei 2,7 pro Nahrung. Der nächste Bürger brauchte aber auch Luxusgüter. Das könnte knapp werden. Was uns überlegen können, wäre, ob wir den nächsten Bürger müssten wir noch kriegen. Wir könnten uns überlegen, danach zum Beispiel hier in Werkstätten zu investieren. Um mehr Luxusgüter zu bekommen. Nur die Krux, wenn wir das gemacht haben,
können wir hier nicht mehr in Kasernen investieren und vor allem nicht mehr in Häuser. Die Häuser bräuchten wir, um das Bevölkerungslimit hochzutreiben. Und vor allem, da ist ja gleich irgendwann ein Ende. Kommt mir irgendwie komisch vor. Oh, wir haben ersten Kontakt zum Bienenvolk. Wir wurden vom Bienenvolk gefunden und sie zeigten uns ihre Ländereien. Die Menschen dieses Stammes sind neutral uns gegenüber. Wir sollten uns vorsichtig verhalten, weil wir nicht wissen, was sie tun werden. Mal gucken, wo die sind. Die haben uns gefunden. Das Bienenvolk. Jagen hier. Und falls wir dieses Gebiet und diesen Stamm irgendwann unserem Reich hinzufügen könnten, auf die eine Weise, friedlich, liebend, oder auf die andere Weise, dann würden wir eine ganze Menge von guten Ressourcen hier bekommen. Der Staat hier, oder dieses Volk, das Bienenvolk, hat zur Verteidigung 12 Militärpunkte. Wir haben im Augenblick 11,6 Armeepunkte und wir verlieren 0,4. Das ist, also ihr seht es, das militärische Potenzial, truppenstarke Ausrüstung und so weiter. Und das schwindet, wenn man nichts produziert, laufend, weil ja ein paar Leute einfach in Ruhestand gehen von unseren Berufssoldaten, die werden alt, gebrechlich, scheiden aus dem Krieg aus, aus dem Dienst aus, werden bei ihren Erkundungseinsätzen von Bienen gestochen, erweisen sich als Allergiker und so weiter. Das heißt, im Augenblick sind die militärisch genauso stark wie wir, das Bienenvolk. Liegen auch auf einer Anhöhe, kann man viele schöne Dinge bauen. Und sie werden bis zum bitteren Ende darum kämpfen. Hier sieht man, die würden einen Verteidigungsbonus von 50%, weil es das Land ihrer Ahnen ist, würden wir versuchen, sie anzugreifen. Aber das haben wir ja gar nicht vor, Chip, ne? Nee, aber ein paar Bienenstöcke tauschen wäre doch etwas. Geht das? Dann würden unsere Felder besser werden. Kann man das machen? Wir können es nachher mal versuchen. Wäre eine hübsche Sache. Wir haben zahlreiche Nachbarn. Müssen uns unsere Freunde und Feinde gut aussuchen, vielleicht Handel treiben, wie Chip es gerade angeregt hat. Feinde können sich allerdings auch gegen uns verbündeln. So, wir gehen wieder zurück, können immer noch keinen zweiten Bürger holen, könnten jetzt Werkzeuge schaffen, könnten unsere mühsam erarbeiteten Nahrungsvorräte opfern, um einmalig mehr Produktion zu holen, was wir nicht brauchen, wofür, machen wir nicht. Eine Runde weiter. Achso, die Felder haben wir hier produziert, mehr können wir hier oben nicht machen. Wir hoffen, möglichst bald den dritten Bürger uns zu holen. Ein Zuschauer schreibt auf YouTube, er würde im Internet sich nur Katzenvideos anschauen und meine. Das ist sehr lieb von dir. Und wir können jetzt, wir sollten, das ist das Tutorial, es bittet uns, es fordert uns auf, einen Kult zu verehren. Dafür sammeln wir diese Ressource hier, die göttliche Gunst, haben ja 13,7 mittlerweile. Es gibt eine ganze Reihe von Kulten, die im Laufe des Spiels alle freigeschaltet werden. Das sind jeweils so einzelne Gestalten, Gottheiten, die man anbeten kann, wie Bastet oder wie Seshat, Hathor, Re und so weiter, die aber im Laufe der Zeit erst allmählich freigeschaltet werden durch die Technologien, die wir erforschen. Das sind die ersten vier, mit denen wir starten können. Hapi, dem Gott der Fruchtbarkeit, des Wohlstandes für Frieden und Reichtum. Dann könnten wir anbeten. Seth. Wir können Horus anbeten und Ptah, den Schutzgott aller Handwerker. Also hier bekämen wir, also wir müssen es machen, sonst kommen wir nicht eine Runde weiter. Ich würde für die Luxusgüter, wenn überhaupt, tendieren, weil die brauchen wir, glaube ich, dringender. Schutz vor zwei gewöhnlichen negativen Ereignissen. Das klingt ja eigentlich auch cool, weil wir im Augenblick her so knapp gestrickt sind und kaum Ressourcen haben, um irgendwelche negative Ereignisse aufzufangen. Die nächsten beiden würden dann wahrscheinlich nicht auftreten oder ihre Folgen wären abgemildert oder was auch immer. Ich glaube, das machen wir, Chip. Hast du keinen Bullen, den du verehren kannst? Ich verehre mich doch nicht selber. Doch, ich verehre mich selber. Ich habe mich eben schon geoutet. Verehrst du dich manchmal auch selber? Oder hast du jemanden, der dich verehrt? Ich habe einen Chipmunk-Schrein und daneben ist ein Naffel-Schrein. Oh, das ist ja sehr cool. Ich kann dir auch anbieten, man kann sich ja gegenseitig auch pushen, dass wir uns gegenseitig ein wenig verehren könnten. Oh, heiliger Chip. Oh, du großer schreibender Bulle. Wunderbar, sehr lieb. Nimm her meine Gaben. Vielen Dank. So, wir verehren tatsächlich Seth. Und wir lassen uns mal... Wir bekämpfen König Zufall.
den König der Götter rufen wir an. Ah, es könnte natürlich auch sein, dass damit, da steht damit das Übel, das Seth über unser Land brachte, endet, dass damit zwei Ereignisse, die schon laufen, gestoppt werden. Im Augenblick läuft ja keines. Dann lassen wir das lieber sein. Wir produzieren... Ja, das ist so ein bisschen doof, weil wir brauchen zwar mehr Luxusgüter, aber plus 10% für die Luxusgüter. Ich gehe nochmal kurz raus und wir schauen uns mal an. Haben wir überhaupt eine Produktion? Wir haben gar keine Produktion. Das heißt, 10% von nichts, die schwinden ja nur, wäre immer noch nichts. Das bringt uns also gar nichts. Kultur, da können wir schneller coole neue Technologien, Kulturen freischalten. Das mache ich mal. Ja, 20% Kultur und 20% Armeestärke für 5 Runden. Oh, heiliger Horus, ich bete dich an, ich flehe dich an. Wir verehren ihn. Wir können einen neuen Bürger uns holen, eine neue Arbeitergruppe, einmalig 10,5 Nahrung, zack, weg, und ein Luxusgut. Jetzt ist die Frage, wo packen wir den hin? Wir brauchen dringend Luxusgüter. Wir können vorher keinen... Der nächste Bürger bekommt in 11. Brauchen wir 11 Nahrung für. Wir produzieren plus 2 an Nahrung. Das heißt, in 5 Runden... Ja, vielleicht noch das Nilufer etwas aufdecken. Ja. Vielleicht kann man da das Zeugs anbauen für mehr Nahrung. Das ist eine gute Idee, um den Gedanken kurz zu Ende zu bringen. In 5 Runden hätten wir genug Nahrung für den nächsten Bürger, werden dann aber auch 2,5 weniger Luxusgüter, das sollte noch reichen für den nächsten Arbeiter. Ich denke, wir decken am besten noch was Nilufer auf. Vielleicht da hinten. Ist zwar ein gutes Stück weg, aber kostet nur einen, geht in einer Runde. Obwohl, das hier sind Anhöhen anscheinend. Die sollten besonders fruchtbar sein. Da sollte man coole Sachen machen können. Weißt du was, ich gehe auf die Anhöhen drauf. Das sollte hier dieselbe Anhöhe sein. Geht auch in einer Runde. Oh, wie fruchtbar. Wir haben ein neues Gebiet erkundet. Wir werden über den Vorteil von Autosaves aufgeklärt. Vielen Dank. Und das Gebiet haben wir uns geholt. Und da produzieren wir auch noch immer keine. Ich schicke mal einen hin. Und hier können wir aber die Beeren, die Früchte und Beeren, die können wir uns einmalig holen. Das bringt einmalig... drei Runden lang sammeln wir dann die Beeren und Früchte, dann sind sie verschwunden und wir erhalten einmalig in 3 Runden 8 Nahrung. Das ist ziemlich viel. Mit ein bisschen Glück können wir uns dann 2 Bürger hintereinander holen. Wir müssen nur darauf achten, dass wir nicht vergiftete Flücken. Ja, das wäre ganz übel. Wann hast du dir das letzte Mal so richtig den Magen verdorben? Ui, das ist schon eine Weile her. Ja. Ich glaube, das war noch in meiner Militärzeit. Oh lala. Du hast gedient. Willst du hier als unsere Kasernen gleich bauen und inspizieren und doch ein bisschen herumkommandieren? Ich kann als Ausbilder fungieren. Ja. Ihr habt die Wehrpflicht. In der Schweiz. Ja. Du bist eventuell der erste Schweizer Co-Pharao, den das ägyptische Volk in seiner Geschichte hatte. Ja, dann muss ich das doch machen. So eine Ehre wird nicht jedem zuteil. Jetzt würde ich gerne den Bürger da oben reinsetzen, aber das Programm, das Tutorial, zwingt mich dazu, ihr Handel zu betreiben. Insofern müssen wir das machen. Jetzt die Frage, wie machen wir das? Ich komme jetzt nicht eine Runde weiter, dann müssen wir leider wieder einen abziehen. Ich ziehe mal. Produktion haben wir genug. Ich setze lieber auf Nahrung als auf Produktion. Ich ziehe mal den hier wieder ab. Ist echt schade, alles was wir uns mühsam überlegt hatten. Ziehen den hier oben hin. Und jetzt betreiben wir Handel. Klicke auf das Bienensymbol, um Handel zu beginnen. Ist das Bienensymbol? Ja. Jetzt können wir uns überlegen, was wir handeln wollen. Wir können hier einfach nur alles untersuchen, um mehr über das Volk zu lernen. Beziehungen verbessern. Wie sind die Beziehungen im Augenblick? Normal, ne? 50%. Steht das hier irgendwo? 34% neutral. Je besser die sind, desto bessere Geschäfte kann man auch mit denen betreiben oder die dazu bringen, dass sie sich dem eigenen Reich anschließen.
Also mehr über das Volk lernen oder Beziehungen verbessern oder Handel treiben. Plus 0,6 Nahrung und 0,1 Produktion. Das bringt gar nicht so viel. Das bringt weniger. Ach so, und die Beziehungen wachsen auch um 0,5. Das ist ja auch gut. Und bei Beziehungen verbessern würden sie sogar um 3 wachsen. Aber das würde uns kosten 0,8 Luxus jede Runde. Das haben wir ja gar nicht. Können wir eh knicken. Den Stamm unterwerfen. Dann hätten wir in 4 Runden einen Kampf. Und im Stand heute, sie haben 18 Militärpunkte, wir 10. Ist das klug, Militärberater? Nein, die Frage beantworte ich mir selber. Mäßig, ne? Also wenn du mich als Einfüger einsetzt, ja, dann schon, aber sonst schon würde ich davon abraten. Ja, machen wir das nicht. Überfall ist auch Quatsch. Wir wollen dir ja nicht hier die alles vergeuden. Ich gehe mal tatsächlich auf Beziehung, Kosten 0,8 Kultur, das sehe ich gerade, das haben wir ja auch nicht. Das heißt, wir können außer Handel eh nichts machen. Das ist ja blöd. Jetzt machen wir Handel und erwirtschaften dabei weniger. Als wir vorher hätten. Wir hätten. Na, das ist ja echt doof. Also, plus 2,4 Schlechte Nahrung. Handelsbilanz. Definitiv. Nochmal eine Runde weiter. Oh, ein geschichtliches Ereignis. Teilung der Ur-Indo-Europäer. Ein Teil der Stämme, die Indogermanisch sprachen, hat seinen Ursprung in der Pontus-Kaspischen Steppe. Im Laufe der Zeit verteilten sich diese Stämme über die ganze Welt und gründeten Zivilisationen, die Englisch, Hindi, Russisch, Farsi, Deutsch, Griechisch und viele andere Sprachen sprechen. Gibt es einen langen Glaubensstreit, ob man das Indogermanisch oder Indoeuropäisch nennen sollte. Es gab mal eine Phase in unserer deutschen Geschichte, könnt ein bisschen euch zusammenreimen, welche das ist. Da galt es als Sakrileg, von Indoeuropäern zu sprechen, und man sprach natürlich nur von Indogermanen. Wir haben Ptah als Schutzgott, der uns einzigartige Boni unter Aktionen bringt. Die haben wir schon gesehen. Das sind diese beiden hier. Also wir können hier einmalig uns die Luxusgüter gleich holen, die uns fehlen. Dafür müssen wir aber tüchtig Produktion zusammentragen. Wir können uns die nächste Kultur aber holen. Hier gibt es mehr Kultur durch die Kosmetik. Hier gibt es die nötigen, ich glaube, das machen wir Handwerk. Hier gibt es mehr Produktion und vor allem die Luxusgüter, die wir so dringend brauchen, damit wir weiter expandieren können. Wir entdecken das Handwerk. Handwerkergruppen, die die Bedürfnisse der Landwirtschaft und des Gemeinlebens befriedigten, bildeten sich als Teil der ländlichen Gesellschaft heraus. Dem lokalen Adel wurde es möglich, sich Qualitätswaren zu verschaffen, während für das einfache Volk eine große Menge standardisierter Produkte hergestellt wurde. Das ist das, was jetzt dazu bekommen: mehr Wachstum und mehr Werkstätten. Sehr schön. Nicht erschrecken, für die Zuschauer auf YouTube beende ich mal diesen Teil der Aufzeichnung. Stream läuft weiter, aber die nächste Aufzeichnung dieses Streams gibt es dann erst einen Tag später, wenn dieses Video hier ausgestrahlt worden ist.